Und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Plaskar. Wir spielen heute The Plight. Das habe ich von GameJolt und es geht auch direkt los. Ich hatte kein Menü. Wir fangen also gleich mal an. Hallo? Unsere Familie vielleicht? Wer bist du? Kind und Mutter? Nettes Kind. Okay, das war also das Intro vom Spiel. Ich schätze, wir werden gleich mit dem richtigen Spiel beginnen. Noch passiert hier aber gar nichts. Aha. Das sieht schön aus. Ist, glaube ich, die Unreal Engine. Ist also steckt was Kraftvolles dahinter. Noch können wir uns nicht bewegen. Wir haben offensichtlich schlecht geträumt. Tab um das Inventory. Unser Inventory ist leer, wie zu erwarten war. Wir gucken uns also mal ein bisschen um und bemerken nebenbei die sehr gute Grafik für ein Indie-Spiel. Dich können wir anscheinend benutzen. Oder auch nur anschauen. Ah, ich verstehe. Er hat sich dreimal verbeugt. Hat sich irgendwas verändert? Ich habe nichts gesehen. Ich habe nur ein dumpfes Dunk gehört. Können wir die Zeitung lesen? Nein. Okay, drei Kinder wurden tot aufgefunden in den vergangenen 3 Jahren. Also, ein Kind pro Jahr. F macht unser Flashlight an. Ah, wenn wir scrollen, können wir es wieder aufladen. Das ist also so ein Flashlight, was wir durch Drehen wieder aufladen können. So, was haben wir hier in der Küche? Klick, klick. Sehr lauter Ton, um hier aufzumachen. Klick, klick. Hier ist überall leer. Das heißt, wir machen mal wieder zu. Hier auch. Und hier. Und hier und hier. Einfach nur, dass es schön aufgeräumt aussieht. Das ist mein Haus. Wieso sind in den Horrorspielen in meinem eigenen Haus ständig meine Türen abgesperrt? Sperrt ihr daheim eure Türen zu? Ich nicht. So, hier könnten wir was aufmachen. Da ist aber auch nirgendwo etwas drin. Ja, viel Inneneinrichtung habe ich ja nicht. Hier ist offen. Wunderbar. Das Badezimmer. Wie sich's gehört. Für ein Horrorspiel ist hier ein Schlüssel drin. Nein. Dann gucken wir uns mal weiter um. Was haben wir hier denn noch? Nächste verschlossene Tür. Das war richtig laut. Wow. Wenn wir runterscrollen. Oh, bitte fang nicht an zu brennen. Wenn wir runterscrollen, können wir die Taschenlampe wieder aufladen. Ich muss also permanent nach unten scrollen. Ich schaue erstmal, ob hier noch was drin ist, bevor ich da runtergehe. Ja, hier liegt was. Ah, ein Malbuch. Vielleicht von unserem Sohn. Autounfall. Mutter wahrscheinlich jetzt auch irgendwie weg. Kann ich mir noch keinen Reim drauf machen? Ich schaue es mir nochmal schnell an. Das ist also wohl der Sohn mit den Eltern. Jetzt sind die Eltern wohl tot. Sohn und Mutter. Sohn in einer neuen Familie. Mutter brennt vielleicht? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal runter zu dem seltsam rauchenden Kurzschluss und schauen, was uns da wohl erwartet. Hat sich hier irgendwas verändert? Nicht, dass ich wüsste. Strom ist offensichtlich weg, aber unser Fernseher geht wohl unter der Taschenlampe immer noch. Zumindest vom Strom her. So,
Können wir das machen? Zack. Hier hat sich jetzt sehr offensichtlich hinter uns irgendwas getan. Es kam irgendwo aus der Küche, glaube ich. Ja, hier leuchtet etwas in einem unheimlichen Blau. Der Sohn, die Mutter, der Vater. Jetzt habe ich hier irgendwas gehört. Nein, dann war es hier drin. Das Rote war, glaube ich, immer die Mutter. Wunderhübsche Kinderzeichnungen. Jetzt wird es irgendwo anders grün leuchten. Oh. Hallo? Geht's dir gut? Ist es jetzt eine Erinnerung von ihm? Die Mutter? Ich kann mich bewegen. Die Mutter mit ihm? Das ist jetzt, denke ich mal, eine Erinnerung. Hallo? Jetzt liegt da eine Puppe und da waren gerade zwei Kinder. Was ist mit der Puppe? Können wir dich anklicken? Inventory. Aha. Poison Plush. Eine vergiftete Puppe? Ich weiß nicht, bin mir nicht so sicher, was Plush heißt. Ich schaue hier mal rein. Nein. Da habe ich was gesehen. Hier leuchtet jetzt etwas. Tochter und Mutter tragen eine Leiter. Das nächste ist jetzt vielleicht oben oder hier in der Tür drin. Zack. Nein, dann vielleicht oben. Irgendwas habe ich gerade gehört. Nein. Bleibt uns nur noch hier. Das ist wohl das Geländer draußen gewesen und keine Leiter. Oben steht jemand und die Tochter wurde aufgehängt von diesem jemand. Und unten steht jemand und schaut zu. Das ist vielleicht der Sohn. Der das also gesehen hat. Das sah vorhin doch anders aus. Ja, das sah vorhin anders aus. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät. Zu spät. Zu spät. Hinter uns hat sich jetzt, klick, die Tür wahrscheinlich geöffnet. Ja. Da war was. Das hört sich an, als baumelt da jemand. Ja, wir werden nach unten gehen müssen und uns das anschauen. Ich kann mich nicht drüber lehnen und es genau genug sehen. Ja, das ist wohl die Tochter. Da hat uns gerade irgendwas verfolgt. Das ist jetzt wohl die Sicht. Schau ich mal. Okay, hier kann ich nicht rein. Also hat die Mutter alle umgebracht, denke ich mal. Wir standen vielleicht nur daneben und konnten es nicht verhindern. Schauen wir mal. Irgendwo wird es wohl wieder etwas bläulich glühen. Hier drin? Nein. Gehen wir nochmal hoch. Ja, da liegt etwas. Diesmal die Puppe der Tochter. Unten ist wohl der Sohn gestorben in der Küche und hier die Tochter. Und jetzt kriegen wir noch die Tochter. Okay, ja. Die Puppe, die erhängte Puppe. Und unten die vergiftete Puppe. Also wurde der Sohn wohl in der Küche vergiftet und die Tochter wurde hier oben erhängt von der Mutter. Diese beiden Puppen haben wir jetzt. Nein, vielleicht kann ich mit dem Inventar jetzt irgendwas machen. Irgendwas
verbinden. Ich drücke mal ein paar Tasten, vielleicht passiert irgendwas. WRFQ, Leertaste, Enter. Also ich denke mal, es hat irgendwas mit unserem Inventar zu tun. Ah, aha. Oder auch nicht, hier haben wir einen Schlüssel. Den habe ich ja völlig übersehen. Jetzt können wir also mal die verschlossenen Türen testen. Hier geht's jetzt auf. Hier haben wir eine Zeitung. Eine ältere chinesische Frau wurde verstümmelt zu Hause mit einem Catatonic Child. Ich weiß nicht, was ein Catatonic Child ist. Ihr wurde ins Gesicht gestochen und die Augen wurden entfernt. Das Catatonic Child ist der Verdächtige. Ich weiß nicht, was Catatonic ist. Hier ist vielleicht, ja, ein nächster Schlüssel drin. Hier können wir nichts aufmachen. Da hinten war noch eine verschlossene Tür. Wir schauen, ob der Schlüssel hier... Nein, also war der Schlüssel für die obere Tür. Dann war der Schlüssel für hier. Das ist die letzte verschlossene Tür. Ja. Da liegt eine weitere Puppe. Was ist das? Das ist die Küche wohl. Und wieder diese Mutter. Vielleicht in den Ofen gesteckt. Das andere Kind. Das hier wird auch ein bisschen verbrannt aussehen. Ah, hier können wir die Puppen reinlegen. Uns fehlen also noch ein paar. Wir gucken jetzt mal in die Küche. Ich glaube, hier habe ich soweit alles angeklickt. Also schauen wir mal in die Küche, weil das Foto sah nach Küche aus. Ah, da liegt das nächste. Ja, das sieht nach... Ach, oder Ertränken. Ja, blub, blub, blub. Das sieht nach Ertränken aus. Wir werden jetzt wohl irgendwo ein neues Foto haben. Vielleicht hier drin ertränkt. Oder war es doch Küche? Schlüssel haben wir keinen. Hier drin vielleicht? Nein. Hier hinten? Nein. Hier sehe ich auch nichts. Schau ich nochmal hoch. Habe ich oben wohl etwas noch übersehen? Vielleicht sagt uns jetzt die Zeichnung etwas Neues. Nein, das ist dieselbe Zeichnung von vorhin. Suchen wir weiter. Kann ich dich wirklich nicht irgendwie aufnehmen? Es wären aber noch ganz schön viele. Haben wir hier vielleicht noch was anderes übersehen? Tür mal zu, wenn es geht. Nee, geht nicht. Nun gut. Hier habe ich offensichtlich nichts übersehen. Ich gehe nochmal runter. Vielleicht auf der Rückseite. Na, nein. Gut, gucken wir uns nochmal um. Hängt ein neuer Schlüssel da? Nein, tut er nicht. In dem Zimmer habe ich auch nichts übersehen. Also wenn man ein Kind ertränkt, dann wäre doch hier wohl die einzige Möglichkeit. Hier in diesem Ding. Aha! Jetzt kann ich das Ding hier benutzen. Läufst du über? Nein. Ah, gut. Nächste Erinnerung. Nächste Erinnerung. Sie hat dieses Kind hier drin ertränkt. Wir hier raus. Ne, da sollen wir nicht lang. Wir klicken das Kind an. Auch von diesem Kind waren die Augen ausgestochen. Das habe ich beim letzten Kind auch schon bemerkt. Die ertränkte Plüschfigur, die stellen wir oben ins Regal mit dazu.
Zack. Nach was sieht das aus? Allein im Wald, hätte ich jetzt zuerst mal gedacht. Können wir eins von euch anklicken? Nein! Das heißt, wir verlassen mal den Raum. Es muss irgendwas doch in dem Raum sein, aber die Kinder konnte ich nicht anklicken. Ah! Was passiert jetzt? Okay. Okay, das war also das Gameplay zu The Plight. Den Link zum Spiel stelle ich in die Beschreibung. Ich denke mal, es geht darum, dass die Mutter ihre ganzen Kinder getötet hat und ihr die Augen ausgestochen hat aus einem mir unbekannten Grund. Mir ist allerdings nicht klar, warum die ganzen Augen ausgestochen worden sind, und die Mechanik, dass man an dem Mausrad drehen muss, dass sich die Taschenlampe wieder auflädt, ist mal was anderes. Zumindestens ist es nicht so eine Taschenlampe wie in den anderen Horrorspielen, die nach 2 Minuten immer leer ist. Eine ganz normale Taschenlampe wäre mir natürlich am liebsten gewesen. Das war auf jeden Fall das Gameplay. Wir sehen uns zum nächsten Gameplay wieder. Bis zum nächsten Mal.